8147 Fans haben sich ein Ticket besorgt, zumindest in Duisburg für dieses Spiel. Ist für Montagabend ja, eine richtig schöne Kulisse, die wir da auch mitbringen. Herzlich willkommen, Milan Čačić und Goran Šukalo. Milan, noch 4 Tage bis zum Spiel. Wie ist die Lage? Ja, ich hoffe, dass wir sich das Spiel verbessern. Und das jetzt in die Situation gut, das sind 4 Tage pro Spiel. Das ist nicht morgen Spiel. Wir haben einige Problemchen, das wollen wir in den Griff bekommen. Sprich, von den Spielern sind angeschlagen, wenn wir ehrlich über unsere Chance sehr, sehr niedrig. Unter 10%, wenn wir merken, rechte Prozent sprechen. Aber Berovic ist auch eine Situation, er muss ja morgen spielen, damit er nicht spielt. Aber wir hoffen, dass es die 4 Tage genug, dass er kann mitmachen. Vor dieser Saison haben wir geplaudert oft hier und viele von uns haben gesagt, ja, Pauli glaube ich nicht. Das sind die anderen Wochen, Frankfurt, vielleicht diese Rotation 60, weiter für dieses Jahr und so. Aber das, was habe ich bis jetzt gesehen, von allen, die spielen, beispielsweise letzte Spiel in Bochum, Pauli, muss ich sagen, das war das, was hat mich meistens überzeugt. Überzeugt, das war eine Leistung, eine Top-Leistung. Ich weiß nicht, was war stärker, spielerischer oder läuferischer. Wir haben gesamtes Spiel in Bochum und auch ein Top-Spiel gemacht, aber Pauli hat gewonnen, eine sehr, sehr guter Auftritt und das ist nicht nur dieses Spiel. Man sieht, dass wir stehen an die Spitze, das haben die anderen Spieler genauso das Spiel gut gespielt. Das heißt, wir haben einen Top-Gegner. Und was gibt es Schöneres, wenn hast du einige Sachen, was laufen bei dir nicht? Oh, viele Spieler verstehen auch selber nicht, warum laufen Leute und so, suchen sich, finden sich. Was gibt es Schöneres, was kann eine schönere Motivation sein, als gegen Besten aufzutreten können? Und dann am Montagsspiel, ich finde, dass wir eine Motivation für uns alle zusammen, dass wir gehen nach Pauli und dass wir versuchen, einige Sachen, was waren bei uns nicht so gut letzte Zeit, sprich diese Torgefahr, zum Erzielen, was haben wir jetzt letztes Spiel nicht geschafft. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir müssen unsere Stabilität verteidigen, stabil spielen und versuchen auch nach vorne gefährlicher zu werden. Das ist unsere Aufgabe für dieses Spiel, diese Arbeit ja auch taktische. Wir haben Spieler teilweise informiert, wenn die Abläufe logischerweise im Detail sind, dann Spieler informieren, wie das Pauli, wer hat und was, wie und was. Samstag, 2 Tage vom Spiel. Und ich hoffe, dass haben wir auch eine reale Chance, dass wir was mitnehmen, wenn wir so auftreten, total frei, total motiviert, wie erwarte ich, wenn gegen so eine geht. Danke. Danke, Milan. Herr Goran, der Trainer hat es gesagt, ein Montagabendspiel in St. Pauli, Atmosphäre dort wird immer besonders genannt. Ja, was wird das für ein Spiel? Wer weiß, keiner weiß jetzt. Klar, es ist ein schwieriger Spiel für uns. Wir spielen in Pauli. Jeder, der dort schon gespielt hat, weiß, wie schwer es ist zu spielen. Wir spielen zu Hause spielen sehr gut. Aber super Fans hinten und wenn wir lassen die viele Räume und wenn die noch Tor machen, dann ist es richtig schwer, weil die Fans pushen die noch mehr dann. Und in so einer Mannschaft, wenn du clever genug bist, dann musst du wissen, wie soll so spielen. Musst du hinten gut stehen, versuchst du lange Zeit zu null hinten zu spielen, dass die dann unter Druck kommen, dass die nervös werden und dann kriegst du immer mehr Chancen, weil die wollen dann später versuchen, das Spiel zu gewinnen, wollen die mehr Spieler nach vorne zu gehen. Und dann ist super, denke ich, eine gute Chance für uns, dass wir die auskontern. Wir trainieren auch ganz gut diese Woche über einige Sachen, was die machen. Und ich bin überzeugt, dass wir das umsetzen. Aber eigentlich wir dürfen sich nicht viel beschäftigen mit Pauli jetzt momentan. Wir müssen schauen, dass wir versuchen jetzt, wie der Trainer schon gesagt hat, mehr nach vorne gefährlicher zu werden. Hinten, glaube ich, haben wir zuletzt gut gespielt, hinten haben wir zu Null gespielt, was wichtig ist in dieser Liga. Und wir wissen, dass wir waren immer vorne gefährlich, wir haben immer Tore erzielt. Jetzt momentan, die letzten 2 Spiele, hat uns das gefehlt. Und wegen das, ja, jeder
guckt uns, dass wir nicht gut gespielt haben, beziehungsweise Leistung nicht gut war, aber wenn wir über ein Tor machen, dann würde ganz anders Bild sein. Weil hinten spielen wir okay, danke gut. Und ich hoffe, dass wir wollen auch am Montag spielen und jetzt bin ich versichert, dass wir auch Tor erzielen vorne und dann ganz möglich. Wenn er für den Fall, dass der Bevorovic ausfallen sollte, dann hat man ja ein richtiges Problem. Karimov wäre einsatzbereit, aber wer wäre dann noch eine letzte Alternative? Ich denke mal, Bollmann wäre wahrscheinlich nicht nochmal eine Option für rechts. Ja, wenn Sie meinen, über seine Offensivspieler dann kann man diskutieren. Aber ich habe jetzt gesehen, dass er zwei Tage hat, dass sich auch in diese Richtung fühlt. Verbessert und ich muss sagen, das macht ihn eigentlich sehr gut. Sehr gut, ist ein sehr guter Verteidiger und für seine Körperpräsenz, seine Körperstärke und wir wissen, wie gebaut sind die Jungs in Hamburg, das haben die mehrere Leute, was ist, ein paar Zentimeter über 1,85 oder 90 und wenn Jamie ausfällt, dann wäre auch Markus logischerweise die erste Option für die Position. Eine Position oder vielleicht beide. Oder vielleicht beide. Wir sprachen ja von der Blockade nach dem Spiel gegen Hansa Rostock, dass Sie glauben, da könnte eine Blockade sein. Jetzt in den Tagen, wo Sie mit der Mannschaft zusammen waren, konnte man dieser Ursache jetzt schon auf den Grund kommen, warum die Blockade ist oder was der Grund für die Blockade ist? Wir sind alle überzeugt. Das, was hat Florian gesagt. Wenn wäre ein Tor gefallen gegen Rostock, obwohl ich weiß, die richtige Richtung. Das wäre das eine Befreiung gewesen für viele, dann wäre das ganz anders. Tor ist nie gefallen, Chancen hatten wir. Nicht viele in erster Halbzeit, aber die Verovic, was es betrifft, leider, wenn es anders gehandelt. In die Situation könnte man auch ein Tor erzielen. In der zweiten Halbzeit hatten wir ein paar mehr. Mehr haben wir nicht gemacht und da ist das vielleicht die Sache, was Mannschaft braucht. Noch einmal, da ist die jüngste Mannschaft in der Liga vor der Stehung und ein Erfolgserlebnis befreit vielleicht ist das Ursache. Wir haben die Sache ausdiskutiert, wir haben die richtig ausanalysiert, wir wissen aber, wo haben wir nicht gut gehandelt. Aber zählt immer eine und das wird immer zählen. Die Jungs haben bis Ende alles versucht. Denen ist auch klar, dass in der ersten Halbzeit haben wir nicht richtige Wege gewählt. Aber keiner hat aufgegeben, jeder versucht. In der zweiten Halbzeit haben die richtig versucht. Richtig war alles, Entschuldigung, alles versucht nach vorne. Die Zeit läuft. Gegner ist defensiver. Gegner will dann gut an der mitnehmen, ist schwierig. Da ist das. Deswegen haben wir nie geknackt. Geknackt ist so geblieben. Aber wie haben wir jetzt Pauli? Das wird Gegner nicht dicht hinter sein, das wird Gegner mit voller Wucht kommen und dann muss man diese Wucht, wie haben wir schon gesagt, versuchen zu neutralisieren und gegen Wucht zu entwickeln. Da ist das beste Art gegen Wucht zu entwickeln, dann wirst du auch Räume bekommen, jedenfalls, wenn du das richtig machst. Richtig machst. Blockaden, naja, man formuliert einige Sachen mit Blockaden und so, aber die Spieler wissen, um was geht und intern haben wir das alles in Details ausanalysiert.